Schönen guten, meine Lieben, da sind wir wieder hier mit Civilization 6. Und natürlich ist der Pausenklaus wieder dabei. Hallöchen. Hallöchen. Nennt mich Birgit. Hallo Birgit. So, was haben wir gemacht letzte Folge, Klausi? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine letzten drei Folgen ohne Facecam waren. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich habe aus geistiger Umnachtung meine Cam gelöscht. Oh. Deswegen waren die letzten drei Folgen ohne Facecam. Das war nicht so gut, nee. Nee, jetzt haben alle Zuschauer bei mir Pause von meinem wunderschönen Antlitz und jetzt geht's weiter. So. Nun geht das aber weiter, du. Nun geht das weiter. So sieht es nämlich aus. Weißt du Bescheid? Handwerker will ich haben, danke. So, du bist auf jeden Fall gegen die Azteken in den Krieg gezogen, soweit ich weiß. Aber wie? Mit Getöse. Manu. Was ist denn heute hier? Was ist denn los bei dir, Mensch, ey? Ich hab zu viel gelacht. So, ich mach schon mal nächste Runde, ne? Also, hab ich schon vor mehreren Sekunden. Ist klar. Mehrere Sekunden, weißt du. Ich könnte hier Probleme bekommen, ne? Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich zieh den nochmal hier zurück. Bei den Azteken? Ja, nö. Also ja, schon, aber weiß er ja, ne? Ja, schon, ne, aber doch, irgendwie nicht. Aber irgendwie auch nicht. Weiß ja, ne? Kennst ja. Also ich bräuchte noch ungefähr 300 Runden, bis ich dich unterstützen kann. Ja, das, ne, ich krieg das schon hin, nur dummerweise sind die ein bisschen stärker hier, die Städte, und ist ja auch immerhin Level 16 das Gerät. Also in der letzten Folge weiß ich noch, dass du dauernd gesagt hast, ja, meine Fregatte hier, drei Schüsse, macht dir alles platt, ja, der Weltuntergang. Das Ding ist hier auf dem Festland, ne? Da kann ich mit meiner Fregatte nichts machen. Ja, siehste? Das ist ein Problem für mich. Da fängt es schon an. Da geht das los. Wollen die schnell. Deswegen setze ich nicht so in Schiffe. Also nicht bevor es U-Boote gibt. Der U-Boot. U-Boote. Raketen-U-Boot. Gedingste. Ich bin eine Reihe. Warum? Ah, ich habe ein Gerät hier. Ich habe gar kein Auto. Das sag ich auch immer. Das dabei habe ich eins. Du hast so einen Beetle. Ja, ich habe einen Beetle, du. Einen wunderschönen noch dazu. Die Getiba. Wundergeil. Ihr wurdet gewarnt. Montezuma hat euch eine Warnung geschickt. Oh, er wird gefährlich, der Monty. Warum konnten die zweimal schießen? Arschlöcher. Verbesserung macht Straßen gerade. Er will mein Volk versklaven. Das kann ja wohl nicht Sparschwein. Pass mal auf, mein Freund der Sonne. Ja, gleich gibt's Ärger. Ich schick dir gleich den Dirne auf den Hals. Mhm. So sieht's aus. Da kannst du aber auch mal blöd aus der Wäsche klotzen. Was mache ich jetzt mit meiner Fregatte? Ja, die Fregatte, die wolltest du eigentlich mir zur Hilfe schicken, zu meinen... Ach, genau. Ja, verdammt. Musketieren, aber brauche ich nicht mehr. Ja, ist klar, weißt du. Meine Musketiere sind sicher. Brauchst mich erstmal nicht, ne? Ne, ist klar. So, pass auf. Cartagena? Ne, da will ich nicht hin. Ich muss irgendwo hin, was mir ganz viel Gold gibt. Ich bin nämlich geldgeil. Sansibar. Sansibar ist super. Sansibar! Nämlich 223,7 Gold pro Runde und das ist echt der Hammer. Hä? So. Ja, das ist der Hammer. Was verstehst du denn daran nicht? Ach, das ist gar nicht meine Stadt. Wieso könnte er jetzt nicht schießen? Freundschaft verkünden. Dann machen wir so. Ne? Machen wir halt so, ne? So. Was bist du? Was bist du? Aztekenland Schwertkämpfer. Warum? Was macht der denn bitte vor meiner Küste? Ja, der sucht sich neues Land. Politikplatz füllen. Ach, ich habe einen neuen Platz bekommen. Ist ja nett. So, pass mal auf, mein Freund. Wenn der hier an Land kommt, ne, den hau ich sofort weg. Der Azteken, Drecksack da. Da zieh ich doch direkt mal meine Bogenschützen hier hin und so, ne? Pass auf. Ich brauche echt jetzt langsam mal ein paar Einheiten. Deswegen werde ich mir jetzt hier mal... boah, das ist aber teuer hier alles. Ein Pikenia. Ach, eine Armbrustschütze. Ich kann eine Armbrustschütze kaufen. Kauf ich eine Armbrustschütze? Ich kaufe eine Armbrustschütze.
So. Tatsächlich. Ja, ich muss langsam mal meine militärische Macht ausbauen. Gebäude hier kommt. Zack. So geht das nämlich nicht hier. Gucken, was hier läuft. Ich werde den hier im Auge behalten. Ne? Wenn der hier ankommt, dann ist er dem Azteken gleich in Krieg. Ne? Das ist klar. Ach hier, deswegen. So machst du das also. Ja, der hat hier auf meinem Land nichts zu suchen. Ja, auf meinem auch nicht. So weit kommt es noch, ne, dass der mir hier Land klaut. Ich habe das Schiff gefunden mit dem... Ich sehe den, Junge. Wen siehst du? Diesen Schwertkämpfer-Kollegen da. Was für ein den Azteken? Ja. Bei Pullover ist er. Ich greife ihn an. Ja, da kommt der Dirne und haut ihn weg. Das ist aber nicht meine Fregatte, ne? Das sind die anderen, ne? Ja, das macht nichts. Ja. Der kann jetzt nur an Land flüchten, ne? Und dann erwarten ihn meine Armbrustschützen. Siehst du, da ist er schon geflüchtet an Land hier. Ja, bei mir ist er noch nicht, bei mir steht er noch. Was ist da los, bitte? Ach, da ist er. Ich glaube, ich kann ihn auch da angreifen. Nun, wir werden sehen. So, ich wollte schicken, nach wohin schicken? Ich wollte dich hier retten irgendwie, ne? Warum? Warum eigentlich? Was? Wo wollte ich dich retten? Bei Toulouse? Ne, das brauchst du nicht mehr. Brauch ich nicht mehr, warum denn? Nee. Ja, ich habe das selber geregelt. Ich habe dem Aztekendeppen auch mal den Krieg erklärt, ne? Na toll. Immer so. Weiß ey. Was mach ich denn jetzt? Angreifen! Fregatte hier. Schicke ich hin und her. Genau, du kannst das mal Reparatur. Kostet ja nichts, ne? Gut. Du, meine schöne bunte Kuh. So. Förder ich dich? So ja mal nicht. Erstmal nicht, ne? Doch. So, ihr geht mal dahin. Oh, da krieg ich aufs Maul. Ne, das lassen wir. Wir werden ihn noch befördern hier. Zu was? Komm, so, nächste Runde. Ja, Schlacht. So, mein gut, Store. Du kannst dich heilen. Du kannst mal gucken, was es hier so gibt. Vielleicht expandieren wir. Mal sehen. Hast du die Schwertkämpfer nochmal angegriffen, oder? Nee. Ich sehe sie nämlich jetzt nicht mehr. Sie sind auf einem verdeckten Feld. Siehst du mich denn? Nein, dich sehe ich auch nicht. Du bist auch in einem verdeckten Feld. Tatsächlich? Ja. Wie schön. Mir fehlt Satellitenforschung oder so. Ja, ich kann die auch hier nicht angreifen mehr jetzt. Ich habe nur mein Langschiff hier. Das ist natürlich dämlich, ne? Das ist natürlich scheiße, ne? Freue ich mich ja so voll, gar nicht drüber, ne? Voll der Scheißendreck. So, was haben wir hier? Pausenklaus möchte eine Gerät. Eine Freundschaft. Ja, machen wir. Was machen wir noch? Montezuma. Ach, du schon wieder. Frieden schließen. Was ist das hier? Salpeter für 30 Runden. Eisen. Pferde. Das Salpeter. Was ist das? Zucker. 129 Gold und 6 für 30 Runden. Und Kryptonit. Die habe ich alle schon. Gibst du mir noch bitte dieses? Du schließt ja wohl jetzt nicht ernsthaft Frieden mit dem Montezuma-Gedönse da, oder? Natürlich nicht. Hätte ich fast jeglichen Glauben an dich verloren, Dirne. Ich bin schon etwas enttäuscht. Ja, und? So. So, jetzt bin ich gespannt, was er mit seinen Schwertkämpfern da macht. Komm aus seinem Versteck heraus. Ach, guck mal, der flüchtet. Das wird ihm aber nicht helfen, ne? Die da, ne? Die müssen da hinten. Oder die platt machen, ne? Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? So, pass auf. Hier dahin. Hier dahin. Hier dahin. Da sind sie, die Schwertkämpfer. Deutliche Niederlage. Pass auf, wir verschanzen uns da mal. So, und hier, hier. Eine Bank. Aha.
So geht das nicht, meine Freunde der Sonne, ne? Hab ich irgendwas noch nicht hier? Wir sind kaputt hier, die Muscheln, was? Kann man das irgendwie reparieren noch? Nein. So. Birne hat eure Dings angenommen. Du hast schon repariert. Ihr seid ein Judas, der gekommen ist, den Herrn zu verraten. Philipp der Zweite hat mich hier denunziert. Dieser Philipp. Oh, hier, der Araber hat mich auch denunziert. Dieser Araber. Der Hund da. So, wir wollen mal gucken, was da oben ist. Okay, das hilft alles nichts, ne? Wir gucken mal in die Weltrangliste. Montezuma ist nur ein ganz klein bisschen stärker als ich. Der ist überhaupt nicht stärker als ich. Der Montezuma hat eine militärische Stärke von 65. Bedeutet? Ein Witz. Ich habe eine militärische Stärke von über 500 schon und bin auf dem dritten Platz. Ach, guck mal, jetzt versucht er zu flüchten. Das geht aber nicht, ne? Weil ich hab dich umzingelt. So, was macht ihr hier unten? Nix macht er. Die Schlüsselwörter von gewaltsamen Wirtschaftssystemen sind Verstädterung, Ruhe. So, dann pass mal auf hier. Was nehmen wir denn? Ach, da ist ein Siedler. Ich siedel jetzt mal. Ich siedel jetzt mal auf dem anderen Kontinenten. Um. Schon wieder? Ja, muss, ne? Schon wieder. Wir nehmen das mal erst. Zwei Festungen. So, wo sehe ich denn hier? Ich mir einen Ritter bauen soll. Weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt. Wo sehe ich denn hier? Die sind schon am Fischern. Da unten, der müsste mal, der braucht ein paar Erfahrungspunkte hier. Ist ab, zapp. Versenkt habe ich einen Dirne. Hast du versenkt? Den Schwertkämpfer vom Montezuma. Gut. Shoot gemacht, ne? Ja, finde ich auch. Läuft. So. Produktion wählen. Plus 2 Produktion. Ja, das machen wir erstmal. Ich mich gerade frage. Er muss ja noch irgendwo so ein Ding haben. Der muss noch eine Stadt haben, ne? Irgendwo muss er noch eine Stadt haben. Ja, der hat im Süden, hat der Montezuma noch eine Stadt. Im Süden, so weit im Süden, ja. Und zwar, ich weiß nicht, hast du Cartagena entdeckt von Spanien? Cartagena, ja sicher. So, und von Cartagena einmal übers Meer rüber, direkt rechts daneben, ist noch eine Stadt von dem Montezuma. Hier? Unter Bagdad? Genau, unter Bagdad. Cool. Naja, gut. Willkommen. Willkommen. Was hab ich denn da? Was ist denn das? Beförderung wählen. Kommando, kein Clip mehr klimmen. Auch der Hafen? Fiebisch. Was war das? Keine Ahnung. Ich glaube, der braucht als erstes mal ein Industriegebiet, oder? Aber wir machen doch erstmal den Hafen. Plus ein Gold. Super. Machen wir. Einheit benötigt Befehle. Ihr halt euch erstmal. So. Kurz gucken. Da mach mal nichts rum. Schon wieder? Gibt's ich hab gerade nicht so viele Einheiten zu bewegen. Aber ich werde gleich hier Angriff auf die Schwertkämpfer vom Aztekenland, die bei uns den Kontinent betreten haben, einleiten. Dann gibt's aufs Maul. Ich trinke mal schon. Prost. Was? Was? Na, Wasser. Dieser kleine Philipp, ne, der will, dass ich ihm Wale für 30 Runden gebe und Gold für 30 Runden gebe. Und er will mir nichts dafür geben, nichts. Ja, wenn das nicht mal ein Angebot ist, dann weiß ich es auch nicht. Er will, dass ich ihm was schenke. Du tickst wohl nicht sauber. Ich gebe dir das alles, wenn du mir Cartagena gibst. Ja, dann, mein Freund, hast Pech gehabt. Willst mir holen. Eines Tages.
nächste Runde, bitte. Pausenklaus hat eine Vereinbarung vorgeschlagen. Was willst du denn? Na, ich will eine Allianz mit dir wieder festigen. Eine Arroganz? Eine Arroganz. Das ist so ähnlich wie eine Weihnachtsgans. Ja, ist bestimmt lecker. Lecker. Lecker, schmecker. So, kann ich die denn da jetzt schon angreifen? Oh, guck mal, ich kann die schon angreifen. Oh, ihr seid des Todes geweiht, Freunde der Sonne. Die kann man nicht wow! Wow. So, gehst mal rüber. Und du gehst hier mal hin. Dann kümmern wir uns da drum mal eben. Arroganz versichert. So. Montezuma hat auch wieder was für mich. Der Dirn hat eure Vereinbarung angenommen. Das ist sehr schön. Runde überspringen. Oder auch nicht. So, wo will ich denn mit denen hin? Eigentlich direkt darüber, ne? Das ist das hier. Dann machen wir das mal. Aber die brauchen ein bisschen Geleitschutz, deswegen segle ich mit denen mal runter. Wir nehmen den Kornspeicher. In Catapulco. Pagode. Mhm. Wohnraum, oh gut. Aber Wohnungen haben wir genug. Ich glaube, mit meinen Siedlern siedle ich da irgendwo. Machen wir. Ist jetzt mal Schluss hier. So, warte. Ja. Wadde, hadde, dude da. Wadde, hadde, der denn da. Wadde, hadde, dude da. Ja, der ist schade, ne? Wadde, hadde, dude da. Ist der Stefan nicht mehr da ist. Ah, der kommt bestimmt irgendwann mal wieder mit einem Buch oder so. Das Buch würde ich mir sogar kaufen. Ja, ich mir auch. Und dann würde ich es unter das kurze Tischbein des Esszimmertischs legen. Ein bisschen ein Drecksack. Je nachdem, wie dick es ist. Ein Drecksack. Du Sauhund. Du Sauhund, du Verdammte. Also, warte mal, warte mal. Waldemar, Waldemar. Wo gehen wir da hin? Kleiner. Fängst du dir wahrscheinlich ein, aber ist nicht so wild gerade, ne? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Hältst du zwei Schüsse aus? Ja, ne? So, lassen wir das erstmal. So, ich komme. Ich weiß echt nicht, warum der Montezuma beim Herrschaftssieg vor mir ist. 254 Spielerpunkte, 251 Spielerpunkte. Ach, das ist das. Also militärische Stärke ist der Montezuma echt ein Witz, ne? Den können wir so überrennen. Du bist ja ein Süßen, du. Ich habe 1, 2, 3, 4 Städte schon. Von dem Kollegen. Ist das so? Ja. Ihr habt eine Quest für den Stadtstaat Sansibar abgeschlossen und eine Belohnung verdient. Ein Gesandter. Oh, nett von euch. Vielen Dank. Ja, geil. Erhöht. Wohnraum wird benötigt. Ja, Wohnraum kannst du behalten. So. Neapolis kann nichts mehr herstellen. Kann nichts mehr bauen. Warum nicht? Ich wollte irgendwas machen, ne? Ein Sägewerk. Na gut, dann baue ich da schon mal einen Händler. Ärztehausen baut einen Leuchtturm. Gibt einen Wohnraum. Ja, Leuchtturm ist super. Ja, sehr super. Gut. Schweng. Ja. Oh, ist ja ein Witz. Das sieht doch gut aus. So. Also, wir zoomen mal rein. Zack, peng. Delphi ist unser. Sehr schön. Delfin. Oder Delfin nicht. So, ihr heilt euch mal eben. Stadt behalten. Befreien und an Gründer Indien übergeben. Nein. Haha. Tut mir leid, aber ich brauche das immer eben hier unten. Das ist very wichtig, damit ich very wichtig nach vorne komme, ne? Very wichtig. I am so wichtig. So, was haben wir hier? Handwerke, rein damit. So, ab die Post, nächste Runde. Ich freue mich sehr. Ich habe Wohnraum für 10, 12 Bürger, aber ich habe alles kaputt hier. Da muss ich was machen. Also das geht nicht so weiter, Freund. Vielleicht hätte ich es anders machen sollen. Schauen wir gleich mal, ne? Oh, die Schwertkämpfer fangen an zu flüchten. Die Süßen. Warum flüchtet ihr denn, Freunde der Sonne? Was kommt damit? Bitte warten. Irgendwo jetzt. Ist ein neues Barbarenlager entstanden. Super. Jo. So. Ich höre es auch. So. So.
Bank. So, das müsste doch eigentlich machbar sein hier, oder? Eine Bank. Jawohl, Ratz weggerotzt. Ich kann hier Sonden schicken. Nach Amsterdam, zack. Ab dafür. Ich kann so, noch jetzt ist ja nur die Frage. Ich kann noch zwei schicken. Guck mal, ich kann auch Gesandte schicken, ne? Spionage, Stadtstaaten. Irgendwohin kann ich... Achso, nee, ich habe in dem Stadtstaat habe ich einen... Ja, okay, hab ich verstanden. Hast du gar nicht. Doch, doch, habe ich wohl verstanden. Du Lüger. Da, da. Die sind doch voll. Da. Okay. So, was ist hier? Was ist hier Sache? Amsterdam hat mit Montezuma Frieden geschlossen. Warum das denn? Das weiß ich aber auch allerdings nicht. Oh, Suzerainstatus in Amsterdam verloren. Ach, so läuft der Hase, ja? Da hoppelt das Häschen. So, pass auf, die können auch nichts mehr bauen. Dann baue ich doch mit denen mal. Musketier. Dann baue ich doch mit denen mal. Dann müsste ich erstmal zurück. Baue ich dann eine Bombarde? Saladin hat mich dann denunziert. Warum? Warum macht er sowas? Tja. Ich baue eine Bombarde. So. Dann meinte ich, wäre ein Tyrann. Ja gut, hat er nicht ganz unrecht, ne? Doch. So, pass auf, ihr geht mal da wieder zurück. So, warte mal, ich habe hier was vergessen. Da wollte ich hin, das wollte ich mal. Und dann wollte ich gucken. Dahin. Es geht schneller als ein Handwerker. Dann werde ich das mal nehmen. Dahin. Dann mal so. Sehr schön so. Jetzt haben meine Siedler endlich eine Escort. Schon eine Runde verschenkt. Sekunde, mein Lieber, ich muss noch meine Schiffe, mein Schiff zu Ende ziehen. Ja, ja, Schiff zu Ende ziehen, weißt du. Zack. So geht das nicht, so geht das nicht. So. My lovely. Ich habe ich Geld? Oh ja, ein bisschen habe ich. So, diese Missionare. Weißt du was, komm. Okay. Erkunde du mal. Ich mache das jetzt auch anders. Ich werde jetzt schon mal mit ein paar Einheiten rübersiedeln. Ich muss auch mal ein paar Leute einnehmen. Ich muss auch mal jetzt mal Griech anfangen. Fängst jetzt mal Griech an. So, du. Achso, oh, Scheibenkleister. Wir müssen jetzt gleich mal beenden, ne? Die Aufnahme, Dirne. Ach ja. Ja, so dringend nicht, ne? Aber so mal langsam. Aber immerhin. Was ist das hier? Ist das Dings? So, pass auf. Wer ist das denn schon? Hier? Montezuma. Steht noch irgendwas drauf? Bank, Waffenkammer, Waffenkammer. List up, list up. List up. List up. Frieden. Pass auf, ich mach hier mal. Hast nicht gedacht, ne? Musketier, so. Jetzt geht der Post ab, ich sag's euch. Da muss doch irgendwo was sein, da hinten. Da gehe ich jetzt hin. Da gehe ich hin, Baby. Produktion. Ich brauche Reis, Baby. Baby, gib mir Reis. So, pass auf, was hat denn der Spanier eigentlich für eine militärische Stärke? 535. Oh, der ist schon auch sehr dicht an mir dran. Wirklich? Ja. Was soll ich nochmal bauen? Ritter. Hier, bauen Ritter. Nächste Runde. Achso, ja, komm. Weißt du? Ja, klick doch trotzdem auf nächste Runde. Hab ich schon. Also bei mir steht Warten auf der Dirne. Ja, ich habe noch eine Vereinheit vergessen, wie das manchmal so ist. Es ist halt so, ne? Es ist halt immer wieder der gleiche Kack. Ne, jetzt aber nächste Runde. Bams, Junge. Pass auf, du kümmerst dich um die Azteken, ich mach den Spanier platt. Nee! Ach, genau das werde ich tun. Klaus, ich mach dich platt. So, ich mach Abmoderation, ne? Ja, dann machen wir. Okay. An dieser Stelle, vielen Dank fürs Einschalten. Moment. Ja. Ich habe gerade eine Info bekommen, dass ich Forschung abgeschlossen habe. Deswegen hat mir einer dazwischen gelabert. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Und in der nächsten Folge gibt's Krieg. Massig. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.